Wir haben das Heizungsgesetz vom Kopf auf die Füße gestellt. Darüber reden wir mit einem, der sich wirklich auskennt. So, was soll ich denn jetzt machen? So, Sie kommen jetzt, also das ist Ihre Endposition, wo Sie stehen. Das bin dann wohl ich, Huben, Reinhard Huben. Prefacts von der Fraktion der Freien Demokraten. Spezial. Wir sind im Bundestag in die erste Beratung der neu verhandelten Version des Heizungsgesetzes eingestiegen. Ihr fragt euch warum? Weil wir uns darauf verständigt haben, das Heizungsgesetz grundlegend zu verändern. Bin ich jetzt im Frame? Erstens, es gibt keinen Eingriff ins persönliche Eigentum. Man kann die Heizung weiter betreiben und wenn was kaputt geht, einfach reparieren. Zweitens, erst muss die Kommune die Wärmeplanung liefern. Dann haben Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer die Grundlage, um entscheiden zu können. So lange müssen sie nichts tun. Drittens, oft ist die Wärmepumpe die beste Lösung, aber nicht immer. Fernwärme, Biomethan, Holzpellets und Gasheizungen, die auf Wasserstoff umrüstbar sind, sind ebenfalls möglich. Wir meinen Technologieoffenheit also ernst. So machen wir den Gebäudesektor technologieoffen, klimaneutral.